Und weiter geht's hier bei Tales from Borderlands. Wir waren ja letztes Mal gerade am Abhauen und wurden hintergangen und jetzt eskalierte ja alles, weil Helios da in sich zusammenbricht. Gucken mal, wie wir hier noch rauskommen. Jo. Auf jeden Fall, Helios ist ja die Space Station und das heißt, sie braucht Energie, um sich, glaube ich, was ich vermute, am Planeten festzuklammern. Diese Systeme, also die ganze Power ist jetzt ja weg und dadurch wird jetzt Helios abstürzen auf Pandora. Ja, Nix. wir müssen jetzt irgendwie weg, sonst wird's scheiße. Jo, sonst zerfetzen wir am Planeten. Das Lauf, auch nicht. lauf, lauf. These containment suits should protect us, right? Ja. Radiation, yeah. Burning up in the atmosphere, crashing into Pandora, no. Oh, okay. Offensichtlich, oder? Und alle gehen stellen irgendwelche Flüchtlings. Mein Gott. In die Fluchtkapseln. Rettungskapseln. Rettungskapseln, Fluchtkapseln, nicht Flüchtlingskapseln. I will. Hoffen wir mal, dass wir ihn beschützen können. Und Motorbot, das ist immer noch weiblich. Ja, stimmt, sie. Okay, buddy, I'm in a tight spot. Ich bin. Boah, das ist eigentlich geschlechtslos, aber. Ja, ich sage immer der wegen der Roboter. Kinda need to be rescued. Again? Again? Ja, die Sicherheitstüren haben sich ja geschlossen und ja. Der Roboter sollte uns da mal raushelfen. Wird Oder schon. Resea. Wird schon werden. Tada! Loaderbot! Yes. You are very needy. We have to stop meeting like this. I give more than I get from this relationship. Thanks, buddy. Save my ass again. I'm getting used to it. To the escape pods. Let's go. Most of the escape pods have been deployed. Well, that's a death trap. Shit. Hat schon einen finden lassen, irgendwie, oh, irgendwo on. Irgendwann. There's gotta be something. Nena findet doch jeden Fall einer. Brüller. They're all gone. But you think we installed enough mods for the whole base? You have any idea how expensive that would be? Was für ein Terror, Rennt. No getting out of this oh, one. Komm, die Tasse. Und tschüss. Toll. Das Grinsen ist auch zu geil. Ja, aber eine Troll-Phase. Oh, I'll be so happy when you're gone. Oh, yeah. Never be gone. I'm a freaking legend, kiddo, in case you haven't been paying attention. I'm immortal. Da leuchtet ein grünes Licht. How's that? Fuck you. Ja, Troll-Mod. Weg. Ja. Also so ein Flüchtlingskapsel bringe. Flüchtling, was habe ich mit Flüchtlingen? Ja, deutsche Situation heutzutage, aber diese Rettungskapsel wird uns auf jeden Fall nicht helfen, wenn wir mit Patronen durchsiebt sind. No, stop! I can pay you! Whatever you want! He's not interested in money, you moron. You can't take it with you, as the saying goes. Sorry, bro. Und tschüss. Hey, stop! Ach, der ist auch noch hier. Come on, go! Da muss ich mir jetzt ausnahmsweise mal recht geben. This is here, pop. Well, guess it's just you and me, pal. Wouldn't have it any other way. We have to go. Hey! Ja, das bringt. Okay, ich nehme alles zurück, das bringt doch was. There. Mm-mm. You ain't getting away this time. Yeah. What he said. Wait, stop! We both can't fit in that! I know. Wait, Loaderbot, no! Come on! Loaderbot, no! Nein, Loaderbot, nein! Bleib nicht hier! Noo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 
ultimate sacrifice. Ist eigentlich gut, dass die Musik ein bisschen leiser ist, falls Gamer sein sollte. Wer weiß. Er war ein guter Bot. Mhm. Möge er im Roboterfrieden ruhen. Oh, ja. Im Roboterhimmel. Wo auch immer. Und wir fliegen zurück nach Pandora. Mit Musik. Oh, die ist ein bisschen leiser zum Glück. Hm. Wir wissen ja nie. Ach, verdammt. Ja. Oh, damn it. A Telltale Game Serial. Und tschüss. Hey, das Lied kenne ich sogar. Tja, okay. And 2K Games. Tales from the Borderlands. Wirbel! Schutz wird schon schmerzhaft, aber sie sollen es überleben. Wird schon werden. Au. Das war ein Aufschlag. Hm. Okay, und wir sind wieder auf Pandora angekommen. Gucken wir mal, in wie vielen Teilen. Tja, natürlich wäre es am besten in einem. Wie kommen wir jetzt hier raus? Gar nicht. So zumindest nicht. Hm, das könnte vielleicht klappen. Okay. Leicht unsanfte Landung, aber immerhin, wir sind raus. Jo, das ist das Wichtigste. Oh nein, oder? I finally had it back! Jack. Verdammt. Der stirbt auch nicht. Mal kurz anmachen, damit sie gerade lesen können. New Horizon, Location Highlights. Ja, was Besonderes. Outside Posters. Na gut, nichts weiter Besonderes. Damage low, Cost lol. Lol vor allem low. Lol. Customer Satisfaction low. Okay, Pull, Hyperion, ja, gut. Hier noch was Besonderes? Ach ja, das gute alte Echo Eye. Hm. Immer gut für Zusatzinformationen, sonst gibt's hier wohl. Ups, jetzt habe ich auf Escape gedrückt. Falsche Taste. So, gucken wir uns das mal an. Au. 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 Oh, crap. Ah, ja. Was haben wir eigentlich dabei? Ach, nur den Stun-Stab. Okay. Da haben wir noch nichts. Und sonst Handsome Jack Poster.
Schau auf die Pose. Verdammt. Scheiße, ich bin so wie er. Verdammt, ich wollte es nie so sein. Na, eigentlich wollte er immer so sein, aber jetzt nicht mehr, nachdem er gemerkt hat, dass der Typ komplett durchgedreht ist. Mhm. Herz von Jack. Ja, Crazy Jack genannt werden sollte. Mhm. Ach, das ist Window, okay. Na dann. Buja! Sonst noch irgendwas Besonderes hier? Nö, okay. Außer Müll. Müll, Müll und Müll. Na dann. Lauf! Drücken! Okay, wir sind hier auf dem Klo. Und jetzt bricht er erst zusammen, oder? Überraschung! Wer hätte das gedacht? Hm, irgendwann kenne ich dieses Auto. Hyperion Volt 4600 S-Series. Busted. Activated. Thank you for choosing wipe in... wherever you get the totals or sides whip will be teared. Wipe up after your mess. You like wipe? Wipe, wipe. Ja, aber natürlich. Lass mal angucken. Auto sollte man beobachten. Na, ich fand's im... Ah doch, Reese, da muss ich dir gegen sprechen. Wow. In Rot sieht's nicht so gut aus wie in Schwarz. Das geht doch nicht. Ja, gute Geschmackssache. Das geht doch nie im Leben gut. Ah, eh. So, und jetzt bricht das schnell durch. Das Auto bricht da zusammen. Oder? Nö. Handsome Jack Statue. Kann man die eigentlich auch? Kann man. Dann müssen wir schnell durchkommen, weil man das eh alle schon kennt. Guck, zumindest wir machen das ein bisschen schneller. Das ist das gleiche, nö. Jo. Okay. Ups. Ah, ich komme immer auf die falsche Taste. Ich will immer Escape klicken. Ich will immer Escape drücken zum Rauskommen. So alte Gewohnheit. Gamer-Gewohnheit. Laufen. Alles cool. Die hebt. Lauf! Oh. Okay, doch nicht so stabil. Ja. Ja. Hans und Jack hätte uns auch auf diesem Weg töten können. Klingt nicht mehr ganz so toll. Naja. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht verreckt. Weil sein Bewusstsein ist ja in der Maschine drin. Und die scheint ja langsam ihren Geist aufzugeben, nachdem sie auf dem Planeten aufgeschlagen ist. Was ja logisch ist. Ja, hoffen wir mal, dass... Das klingt gut. Ja, immer ausreden lassen und dann hat man seine Antwort. If I'm honest, kid, feels pretty shitty. I'm proud of you, kid. Proud of you, yeah. Stop it. Das ist seine Aussprache. Ach, da liegt der Anzug. Das Bio-Skelett. Ja, Endoskelett, ja. Daniel, jetzt mal ganz ehrlich, das würdest du auch gerne in deinem Körper stecken haben, oder? Nee, danke. Du gerne, aber ich brauch's nicht. How many of your coworkers did you just eject into space to get rid of me, huh? What makes you think you're the good guy in this scenario, huh? There was no other choice. Okie dokie. You keep telling yourself that. Whatever gets you to sleep at night, right? Everyone thinks they're the hero of their own story. Is that also? I should have seen this coming. Ever since I came to this nacho flavored shit. Nacho flavored shit. Yeah, good. Das ist ein toller Satz. Ja. Bin schön, dass das Hologramm auch eine Maske hat. Ja.
Maybe I deserved it. The road to hell is paved with good intentions, right? Für dich magst du der Oberheld sein, aber für andere bist du das hier. Sitting here trying to piece it together, but it's simpler than that. You're just an asshole. Wie er das so aussagt, so ganz selbstverständlich. You're just an asshole. Naja, wir haben ja schon darüber geredet, ne, wie er seine Tochter behandelt hat. Ja. Da soll er sich nicht wundern, dass sie sich gegen ihn wendet. Wer meint, wer nicht weiß, was die meint, spielt Borderlands 1 und speziell in Borderlands 2. Ja. Und auch selbst wenn wir Hyrule akzeptieren. Ah, verdammte Scheiße! Und jetzt ist er wieder in unserem Kopf. Also, na, selbst wenn wir Hyperion akzeptieren, wird er trotzdem versuchen, uns in ein Endoskelett einzupflanzen. Das heißt, da wird die Enttäuschung über ihn noch größer sein. Ach, weißt du was? Let's just talk about this. It's over. It's time to die. Fuck, hier ist er hohe Arme. This being a goddamn hero. Everything you're not. Hilfe! Zieh! Weg mit dem blöden Arm, der so, damit er uns nicht weiter kontrolliert! Weg! Ja. Er kann ja nur die kybernetischen Cyborg, what the fuck, Robo-Dinger kontrollieren von uns. Und nicht unser menschliches Ich. Schaut euch das an, richtig lecker. Yummy. Schön ein bisschen Blut abspor. Congratulations, kiddo. You get to live another day. Na, da kannst du viel versuchen, das bringt nichts. Das ist ein Hologramm. As long as you've got those cybernetics in you. I'll be sitting here. Wir haben aber noch leider was in Robotermäßig und der ist und es gibt eine Sache nur, wie wir es loswerden. Er hat's gesagt, so irgendwie diese Cybernetics, so ein Reese, die in sich hat, wird Hanzo Jack nie verschwunden. Das heißt, das es gibt nur einen Weg. Ja. Auch wenn es böse wird, es gibt leider nur einen Weg. Groß zu werden. Du bist schon wieder dadurch, Daniel. Take Nummer 2. Los geht's. Boah, da schneidet er sich schön in seinem Kopf runter, ey. Boah. Ich meine, es ist übel, aber er muss es kein. Sonst kriegt man das nie los. Ja. Oh, hier, selbst Chirurg spielen. Please don't do this. Du wolltest uns umbringen, du hast das nicht anders verdient, du Arsch! Eigentlich tun wir uns das ja selbst an. Aber sonst lebt er bis auf was weiß ich wie lange in unserem Körper. Zumindest, oder in Reese' Körper, eher gesagt. Ja. Jetzt die Iris, Robo-Iris entfernen. Oh. Wie es auch so schön knackt. Oh mein Gott. Wunderbar. Es ist so schön. Hey. Oh Gott. Ich stelle mir das so ekelhaft vor, stell dir vor, du wärst in der Situation von Reese und machst so deine Roboteile aus dem Körper. Goodbye, Hanzo Jack. Goodbye, Jack. It's over. Goodbye, my friend. This is the end, my only friend. Und tschüss. Und das sollte auf jeden Fall erklären, warum er andere... einen anderen Arm und ein anderes Auge hatte in der Farbe. Ja. Ja. Crush it or keep it, weißt du was? Warum sollte man das behalten? Wer weiß, vielleicht lebt er da ja noch drauf, also crush it. So habe ich auch gehandelt, weil wieso sollte man so eine Erinnerung behalten? Ich meine, das Problem ist, aber du weißt ja nicht, vielleicht ist er noch auf dem Auge irgendwo gespeichert. Und wenn du mit dem rumträgst, kann es ja gut sein, dass der noch weiter. Ich glaube, da wäre auch ein bisschen zu viel Blut verloren.
Ja, natürlich, wenn du das ja aus der rausziehst, ist natürlich hart. Naja, aber ich fand's auch interessant, wie Herzog Jack über so einen Ort geredet hat und so, dass er dann nicht mehr zurückgehen will. Anscheinend steckt er halt, bevor er in Rees Körper gelangte in der ersten Episode, auch in so einem Nichts. Ja. Und keine Ahnung, wo er jetzt ist. Ja. Denn wir sind jetzt bei Fiona. Die irgendwo im Fiona? Vulkan gelandet ist. Fiona, come in, please. Sasha! Sasha, I'm here! Oh my god! Listen, Valerie used the beacon to upgrade Gordas and summon the vault. Gordas is trying to keep it open, but the monster that came out of it's big. Really, really big. Oh oh. The beacon made Gordas bigger too, but she can't handle something like this. I don't see how we're gonna be able to take it down. Monster? What monster? The one kicking the shit out of everything? I don't Oh fucking. Oh fuck. Yeah, you will. Don't worry about that. Oh no. I'll do something about this thing. Denn wir wissen ja, was da passiert, so wenn man Walls öffnet. Nichts Gutes. Denn jeder, der sich mit Bullets auskennt, weiß, wenn man ein Vault öffnet, kommt immer ein Monster raus. Das ist die Schätze. Quasi bewachen soll. Und ja, die Monster waren alle niemals sehr freundliche Dinger. Borderlands 1, dieses Tentakelviech, Borderlands 2, dieses komische reptilienartige Riesen, what the fuck Drachen, was weiß ich, what the fuck Ding, was Jack kontrolliert hat und auch ein Pre-Sequel, ja, also. Und das sieht ja noch schlimmer aus. Also. Ja. Und mit dem Cliffhanger, wie das, was für Monster das ist, wie wir das retten, lasse ich euch aus der Folge raus. Bis zur nächsten. Ciao. Ciao.